Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Heute wieder mal ein Mini-Vlog am Start. Wir werden heute mit den Jungs das Gönnergy testen. Ja, ich kann's nicht mehr aushalten. Bruder, ich muss das probieren. Jeder auf TikTok. Ja, das habe ich nicht erwartet. Dann mach's besser! Wenn du es nicht erwartest, dann mach's besser! Wir werden es heute nicht nur probieren, wir werden sogar vergleichen mit anderen Red Bull-Sorten. Also Blueberry. Wir holen irgendwas anderes Blueberry. Vergleichen, was mehr nach Blueberry schmeckt. Ich werde erstmal die Jungs abholen. Ich hole gerade Maris ab, aber der Typ sagt zu mir am Handy vor einer Stunde, also ich bin 3 Minuten da, ja? Bis gleich. Danach, 4 Minuten später. Bruder, 3 Minuten sind vorbei? Ja, 3 Minuten, chill mal. Wow, wie schnell gehen 3 Minuten bei dir, sagt er zu mir. Eine Stunde später, ich rufe ihn an. Ich so, Bruder, bei mir geht keine 3 Minuten eine Stunde. Wann kommst du? Er sagt zu mir, wow, Bruder, du zählst ja voll schnell. Ich sag zu dem Bruder, komm doch einmal, ich will dieses Gönnergy probieren. Wir waren gestern in 2 Kaufland-Filialen, es gab's nicht. Dann bin ich wieder auf TikTok gegangen, hab gesehen, Kaufland jetzt erhältlich. Dann bin ich zu Kaufland gegangen, hab gesagt, ist es Kaufland oder ist es Lidl und ihr habt einfach Kaufland drüber geklebt. Was ist denn das hier? Aber sie hat gesagt, morgen kommt wieder eine Lieferung und morgen ist heute, deswegen werden wir jetzt das probieren gehen. Oh, der ist sogar da. Der ist sogar da. Er ist sogar da. Er ist sogar da. Unglaublich, das Wetter ist auch ganz, ganz schlimm unterwegs. Kommt doch rein! Sehr genehm. Wallah, Billa, du siehst aus wie dieser Tod. Ich schwöre auf meine Mutter. Oh, du Billa. Ich schwöre auf alles. Du siehst aus wie so ein Sensenmann, gerade, der gerade einsteigt. Was denkst du, was meine Aufgabe ist hier gerade? Also, was. Oh, Alan, warum ist so dunkel? Ah, jetzt sieht man dich besser. Was geht ab? Alles klar? Ja, mir geht's gut. Wollen wir los oder wollen wir noch? Achso, wie lange dauern 3 Minuten bei dir? Bist du gespannt auf Gönnergy oder? Ich bin sehr gespannt. Der Typ kann seit 3 Tagen nicht mehr schlafen. Er will es unbedingt probieren. Ich wollte gestern einfach Kaufland gehen und sagen, scheißes Video, aber nee. Auf jeden Fall erstmal Rahmen anrufen. Aber ich weiß jetzt schon, ich rechne damit, dass wir nur zu zweit das Video drehen. Anhand der. Jetzt, ja. Nee, doch nicht. Jetzt. Ja, ja, jetzt. Anhand der Einspeicherung kann man schon leicht erkennen, warum wir nicht mit ihm rechnen. Weil er immer sagt, ich kann gerade nicht. Aber wir testen jetzt mal seinen Anruf. Ich schwör, wenn er jetzt nicht kann, ich leak seine Nummer. Ist mir scheißegal, Digga. Irgendwann reicht's. Mir steht's bis hier. Ich will einmal gönnen mit uns. Wir müssen uns auch mal gegenseitig gönnen. Hallo. Hallo, salamu alaikum. Salam. Wie geht's dir, mein Bruder? Warum lachst du, wenn ich dich frage, wie es dir geht? Du rufst immer an, wenn ich esse. Ja, weil du fett bist. Hey! Ey, eine Frage. Hast du Zeit, Gönnergy probieren zu gehen? Wir wollten das ja seit 24 Tagen machen. Mann. Heute? Jetzt? Jetzt? Nein, Bruder, mit jetzt meine ich einfach nächsten Monat, Bruder, wenn du Zeit hast. Jetzt! Sorry, das ist kein, man kann nicht mit dem telefonieren. Bruder kann grad nicht, ja. Morgen oder so, weißt du? Schau mal, Wallah Billah. Und ich mache jetzt einen kräftigen Schwur auf dich. Wallah, wir kommen jetzt und hol dich ab, sonst leak ich deine Nummer. Sag mal. Ein paar Sekunden später. So. Wir haben. Wallah, man sieht seinen Kopf über Auto. Der Typ ist 3 Meter groß. Salamu alaikum. Salam. Wie geht's dir, mein Bruder? Mani. Mani. Alles klar? Mani. Leso Mani. Leso Mani, steig ein. Bruder, siehst aus wie ein Engel gerade aus, Wallah. Nee. Weil die Kamera ist ein bisschen überbelichtet, aber scheiß drauf. Steig ein, halt, Bruder Gönnergy. Was bist du? Von Engel zu Teufel geworden, was ist das? Wie geht's dir, mein Bruder, alles klar? Gelaufen, bei euch. Wie freust du dich auf Gönnergy jetzt, sei mal ehrlich. Krass, Bro. Das ist echt komisch, Bro. Wallah, wallah. Das ist gut. Komisch, wenn die Kamera auf dich gezeigt wird, ne? Ah, ja, Mann. Wie gefällt die Gönnergy vom Hören her? Ich habe Reaction von Kaniavi und von Dennison gesehen. Ja. Beide haben gesagt, dieses Blaue ist. Also bist krass. Du einer, der auf andere Meinung hört? Ich vertraue denen. Schau mal, deswegen wirst du auch nicht weit im Leben kommen. Wenn du musst dir auch mal selber irgendwas ausmalen. Nicht, ja, also der und der hat es gesagt, deswegen mache ich das auch so, wie der andere es gesagt hat. Du hast einen eigenen Mund, du hast eine eigene Zunge und du hast auch eigene Geschmacksrichtung, Knospen. So, auf jeden Fall, wir sind jetzt angekommen. Wir fangen jetzt wieder alles fake an, wisst ihr, ne? Mit einem VW-Schlüssel kann man sowas. Intro VW gedreht, aber wir stecken aus Mercedes aus. Wie blöd ist das, Digga? Ich bin gespannt, ich bin leicht aufgeregt, als wäre es mein Getränk, aber ich habe Durst. Ich habe viel Durst mitgebracht. Der US-Bundesstaat Alaska ist am Freitagmorgen Ortszeit von einem Erdbeben erschüttert worden. Wir wollen Gönnergy! Dem deutschen Geoforschungszentrum zufolge hatte das Beben eine Stärke von 7,0. Billa, ich fühle mich stark. Wir wollen Gönnergy! Cool. Ich geh auf den Weg. Das ist wie so ein Weg, Bro, so eine Lüftungsschächte. Kennst du diese Einbrüche? Was ist das für ein Einbruch?
Okay. Ich höre das Lied. Schau mal nach links. Ist rechts. Nicht. Weißt du, wo links ist, Bruder? Du machst links, rechts, links. Das geht nicht. Da sitzt schon jemand drauf, der so, ey. Verrat doch nicht, wo wir sind. Lieben Kaufland, ich hoffe für euch, dass heute da ist. Sonst gibt's eine Klage. Weil ich laufe nicht jede drei Tage hier rein. Können die? Nee, okay. Jetzt Moment, erstmal die anderen Leute. Ja. Ja, geht doch. Ah, erst wenn der nächste raus ist. Sag mal noch einmal, dann hol ich dir die Fresse mit dem Liebe. Jetzt kannst du. Ah! Was ist das? Lass mal Face off vor Kasse. Und du bist jetzt mein Gegner, oder wie? Komm, wenn du mal bist. Wallah, bin einzig rein im engen Raum. Wallah. Wallah. Wallah, guck mal. Ey, Jungs. Jungs, still doch. Hallo. Raus. Bruder, du hast dreimal Stein genommen, Wallah. Ich dachte, du nimmst dein Blatt. Deswegen habe ich Schere genommen, Wallah. So, wir suchen jetzt Mario. Was ist? Dunja hat dich unter Kontrolle. Was ist? Dunja schmeckt gut. Wie, was ist? Digga, ich such Gönnergy. Ja, ja, gut. Komm, ja. Auf einmal such mal Gönnergy in Alkoholabteilung. Urteil. 6,5 Stunden später. Johannes, habt ihr hier Gönnergy irgendwo? Nicht mehr, alles schon leer. Ausverkauft. Seit gestern haben wir nochmal. Alles schon leer? Nee, ja klar. Letzten Donnerstag bekommen, da war auch schon alles leer. Dann haben wir jetzt irgendwie gestern nochmal was bekommen. Ja, und jetzt wieder leer. Also, du willst mich jetzt vielleicht klickern? Genau. Dass ihr in diesem großen Lager nichts mehr habt. Ja, richtig. Oder vielleicht in deinen Taschen. Ich habe mir tatsächlich heute zwei letzte gekauft. das sieht man, weil du strahlst. Wann hast du Feierabend? Ja, bis Schluss. Dann sehen wir uns nach Schluss. Also, in irgendeiner Gasse. Vielleicht bleibe ich heute Nacht mal im Laden. Also, ciao. Ey, Wallah, der denkt, ich mach Spaß. Wallah, 20:30 bin ich vor Laden. Wäre gut. Also, schmeckt nach Cake. Am Ende irgendjemand. Im Abgang? Schon, ne? Im Abgang, merkt man es, ja. Bist du da? Blueberry, guck mal, ja. Ist gut. Monte, falls du das jemals sehen solltest, schick mir doch einfach vielleicht ein Paket, wo nur eine Dose drin ist. Die kann auch leer sein, so ein Schluck. Schluckspruch kannst du mir schicken. Er hat gerade zu Hause angerufen und er hat noch drei verschiedene Gönnergys im Kühlschrank bei sich zu Hause, die eigentlich seine Eltern trinken wollen, aber seine Eltern sind Ehrenmenschen. Die geben uns die drei Gönnergys. Das heißt, wir können heute probieren. Aber Eistee schmeckt auch gut. Eistee schmeckt auch gut. Er holt die Ware. Wir sind jetzt bei ihm zu Hause. Ich liege ganz kurz seine Adresse, der 27 da hinten. 27. Irgendwo in Deutschland, Hausnummer 27 wohnt er. Eine Ewigkeit später. Was hat er Drogen geholt? Was geht mit dem ab, Alter? Das ist ein falscher Film. Ich hab's anders überlegt, Jani. Was? Kostenlos geht nicht, Bruder. Wieso kostenlos geht nicht, Bruder? Ich brauch auch, Bruder. Du brauchst auch, du trägst doch mit uns! Ja, Bruder. Wie viel? Hast du die Ware dabei? Ja, Bruder. Wie viel, was hast du dabei? Ich will erstmal sehen. Lass mich dir erstmal die Ware sehen, testen. Was ist das? Mit Dellen? Bruder, das war nicht letzte. Wo war die Ware? Bruder, das sind die letzten auf dem Markt. Verstehst du, was ich meine? Die letzten, das hab ich auch mitbekommen. Wie viel willst du? Du bist ein Bruder von mir und so, weißt du, aber. Ich muss auch leben, weißt du? Vertrauen mir Kopfschmerztabletten. Falls du irgendwann Kopfschmerzen hast. Gib mir die anderen? Ich hab den da noch. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Den will ich auf jeden Fall. Der sieht geil aus. Ey, ich halte das erste Mal in der Hand. Wallah, ich bin richtig aufgeregt. Zurzeit ist der beliebteste auf dem Markt. Ey, ich muss noch tanken bei dich, ja. Gibt. Ey, Bruder, aber guck mal. Das reicht nicht, Wallah. Gib mir ganz kurz. Lass mich nur ganz kurz testen, die Farben. Wer ist da hinten eigentlich? Wer ist da vorne? Schau mal, wer da hinten ist. Bald. So Leute, wir fangen jetzt mit Cheesecake Geschmack an. Wir probieren das. Bismillah. Das Geilste ist diese dicke. Das zählt noch nicht. Schaum ist immer so dieses. Yeah. Okay, Bismillah. Erster Schluck. Boah, ich bin 23 und kein Bock auf die Bits. Das ist zu süß, Wallah. Oh, da ist kein Zucker drin. Was ist, wie kein Zucker? Da ist 0 Gramm Zucker. Das schmeckt wie Zero ein bisschen. Nachgeschmack. Wallah, das schmeckt wie Zero. Gib mal kurz. Es schmeckt jetzt nicht, wo ich sag, aber es schmeckt nach Zero.
Nach Cola, nein, nicht Cola, nach irgendwas Zero, irgendwas mit Zero. Und wir haben es gekühlt. Da sind fast gefühlt Eiswürfel drin. Nee, Cheesecake ist nicht meins. Walla. Cheesecake ist nicht meins. Rahm. Nein, das da. Das auch mal so. Cheesecake-Vergleich irgendwas? Also Cheesecake ist nicht meins, Bro. Also, von 1 bis 10, was gibt ihr? Ich sag eine glatte 6. Gute 6. Also ich gebe es auf Ehrenbruder-Basis eine 3. So, wir machen jetzt weiter mit Tropical Exotic. Und wir haben hier auch Tropical Exotic Energy Drink. Also es sind beide Tropical. Wir fangen aber erstmal mit dem hier an. Damit die, der muss ja den retten. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Bismillah. Schmeckt Tropicals? Ja. Aber du musst dir merken, der hat Zucker. Der hat Zucker. Der hat richtig Zucker und der hat nur Süßstoff oder so. Also ah, der hat nur Süßstoff? Ah, der hat gar keinen Zucker, oder? Nein, der hat keinen Zucker. Ah, okay. Bismillah, aber der Deckel ist geil. Wallah, das hat was. Nur beim Aufmachen habe ich schon keinen, ist der Durst schon gestillt. Und ist groß, Digga. Ist Tropical, ja. Bismillah. Können wir einen Werbespot gerade eindrehen, ne? Mit dieser Sonne. Schöne Sonne gerade. Okay. Okay, Bruder. Ich will noch mal ganz kurz. Man denkt, ein Wald ist drin. Tropical Wald ist drin. Das ist wie wenn du eine Pflanze. Ja? Wisst ihr, wie das schmeckt? Blackout gerade gehabt. Ja, Blackout, hab ich gesehen. Ich hab so viel Geschmack in meinem Kopf. Ich wollte reden, aber mein Gehirn hat gesagt: Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kennt ihr diese Bonbons? Bonbons? Bonbons. Granitbonbons. Schmeckt 7 von 10. Wanne? 8 von 10. Ich gebe Cheesecake, ich muss wieder kurz. Cheesecake gebe ich 2 von 10. Wallah, 2 von 10. Cheesecake ist gar nicht meins, es schmeckt beschissen. Ohne Zucker machen wir, ne? Nee, ohne. Zero. Das ist 8. Das ist 8. Sie alle Zero? Zero, warum? Monte, warum alle Zero? Jetzt kommt der Vergleich aller Vergleiche. Wir haben einmal weiße Red Bull und Gönnergy in blau. Ich bin gespannt, wir fangen wie gesagt immer mit dem Konkurrenten an. Okay. Der Sound ist besser, ne? Muss ich ehrlich sagen. Der Sound. Das ist wie Soundcheck bei Auto. Weißt du, Soundcheck bei Auto? Man fährt nicht erstmal das Auto, man macht erstmal was? Ein Soundcheck. Und der Soundcheck wurde hier gewonnen. Bismillah. Ja, klar. Das erkennt ein Blinder, dass es ein Red Bull, weißer Red Bull ist. Ach, bitte enttäuscht mich nicht. Auf den warte ich schon seit sehr, sehr lang. Bismillah. Ich wink ganz gerade, ganz Deutschland, die sollen herkommen. Ganz Deutschland soll herkommen. Wir vergleichen. Bruder, was ist das für ein Explosionsgeschmack? Walla. Geschmacksexplosion. Oh. Ich kann nicht mehr reden. Mein Zunge ist voller Geschmack gerade. Boah, lecker. Boah, tschüss. Direkt. Die haben, glaube ich, ganz Blueberry, die es auf dieser Welt gibt, haben die in so eine Dose reingestampft. Es gibt kein Blueberry mehr, ausverkauft überall. Bruder, das besteht 100% aus Blueberry. Der hat einen guten Kokosnuss. Boom! 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 Oh, spürst du es? Boom! 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 Direkt boom! Hat's bei mir gemacht. Oh, President! For President! Der Nachgeschmack. Der gönnt dir irgendwas. Der gönnt dir einen. Der ist echt gut. Der ist echt gut. Der ist echt gut. Warum trinkst du den dann? Der ist auch gut. Der ist beschissen. Sind beide gut. Der ist beschissen. Also Bewertung, ganz kurz. Ich sag 9 von 10. Warum nicht 10 von 10? Wäre ohne Zucker. 10 von 10 ist so. Ich mag den. Ich will Zucker. Ich liebe Zucker. Ich und wenn nicht, dann muss ich zu Hause Zucker reinmachen. 2 von 10? Ich gebe eine 3. Was war bei dir da? 2 von 10. Okay. Okay. 7? 8? 6. 10. 10. Was? 10 sagst du? Das ist der. Schau mal, übersetzt. Schau mal. Siehst du die? Also es muss eine 10 geben, sagst du. Okay. Ja, warte, warum steht der hier? Der muss doch als erstes weggekickt werden. Weg. Das ist so ein hartes 1 gegen 1. Aber dann Schwitzkasten, weg. King, Bruderherz. Diese kleine Pisser hier, der hat nichts zu melden, wenn der vor ihm steht. Oh, einfach, man sieht ihn nicht mehr. Ja, man sieht ihn nicht mehr, man sieht ihn nicht mehr. Schau mal den kleinen Pisser. Oh, wer ist da? Wer ist? Verpiss dich. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Atmen. Hände hoch. Durchatmen. Ich habe gerade 3 Gönnergys reingepfiffen, gemixt mit 3 irgendwas anderem. Auf jeden Fall, Freunde, wenn ihr mehr von so welchen Videos sehen wollt, dann lasst ein Like da. Das war ein spontanes Video. Wir wollten es einfach probieren, in einem Video mit euch teilen. Und ja, Freunde, das war's. Lasst ein Abo da, liken, kommentieren nicht vergessen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Nächste Woche besuche ich meine Geschwister in München. Die sind seit 4 Wochen weg. Und es wird ein Wiedersehen geben. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Aktiviert die Glocke. Viel Spaß. Tschüss.